Weißt du, sie steckt in den Liedern drin. Auch wenn der tiefe Sinn von vielen Dingen nicht Friede oder Liebe sind, muss ich euch aufklären, denn sonst können wir nie gewinnen. Sieh doch hin, du musst das Böse begreifen. Es ist getan, man kann es fast nicht mehr schön unterscheiden. Also achte auf die kleineren und größeren Zeichen. So, ich begrüße euch alle recht herzlich heute hier zu unserer 14. Mahnwache in Braunschweig. Und ja, das Wetter spielt mit, ich find's toll. Heute Nachmittag habe ich noch gedacht, oje, da müssen wir mit Regenklamotten heute hier stehen, aber das Wetter war uns ja dann doch hold und hat sich doch überlegt, die Sonne zu schicken, und das finde ich ganz toll, dass wir hier dann doch im Trockenen heute stehen können. Ja, die Woche war mal wieder sehr bewegt. Wir hatten ja letzte Woche, also vor einer Woche Sonntag, das erste Mal auch einen Stammtisch gehabt von der Mahnwache. Daraus sind Arbeitsgruppen entstanden. Und einige Arbeitsgruppen haben sich während der Woche auch schon getroffen und sehr, sehr konstruktiv angefangen, miteinander zu arbeiten. Ich denke, da werden wir also auch in der nahen Zukunft noch sehr, sehr viele Sachen präsentieren können. Und wer da mitmachen möchte, jede Gruppe ist offen, jeder kann dazukommen. Wir haben die Gruppen Ernährung, wir haben die Gruppe Ernährung, Nahrung. Wir haben die Gruppe Natur, wir haben die Gruppe Medien, also so für alle Bereiche ist was da. Und zurzeit noch alles organisiert auf der Facebook-Gruppe, aber in Zukunft, in naher Zukunft, ich denke mal so etwa in einer Woche, werden wir also auch die eigene Internetpräsenz haben, ein eigenes Forum haben. Und für alle die jetzt auch sagen, bei Facebook möchte ich nicht, da gibt es ja doch welche, dass die sich also auch mit dann in Zukunft auch beteiligen können. Ansonsten haben wir mehrere Demos gerade zu Ende der Woche mitgemacht. Etliche von euch waren mit dabei, das war auch ganz toll, auch hier auf dem Schlossplatz. Das waren zwei Demos, Freitag und Samstag, für die Menschen in Palästina. Und es war einfach klasse zu sehen, dass doch immer mehr Menschen halt aufstehen. Es war zwar nicht so groß wie bei der ersten Palästinenser-Demo, aber trotz alledem, Menschen kommen, Menschen stehen auf, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig in Anbetracht von den Situationen, die wir jetzt auf der ganzen Welt haben. Und es war auch sehr schön zu sehen, da bin ich drauf gekommen heute, weil ich hatte da etwas gepostet und jemand aus meinem vernetzten Kreis bei Facebook hatte dann drunter geschrieben, ja, aber der Islam und das wird unser Tod sein und was weiß ich alles. Und ich hatte gerade auch in der vergangenen Woche und davor in der Zeit sehr viel auch mit Muslimen zu tun. Und ich muss echt sagen, eine so große Herzlichkeit und auch ein zuvorkommendes Gegenübertreten erlebe ich kaum in der normalen Gesellschaft, sage ich es mal so. Und diese ganzen ISIS-Krieger und so weiter, da muss man sich dann doch mal ein bisschen näher informieren, wo kommen die her, von wem werden die bezahlt oder wurden bezahlt und ausgebildet. Ist genauso auch mit Osama Bin Laden, wenn man einfach mal sieht, wo hatte der seine Ausbildung genossen, für welche Geheimdienste war er unterwegs gewesen, mit welchen Leuten hat die Osama-Familie seine Geschäfte betrieben. Das waren also alles Regierungsleute aus den USA. Also da muss man sich wirklich dahinter gucken und wirklich auch genauer hinschauen, was steckt tatsächlich dahinter. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich wirklich auch mal mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und wirklich die Erfahrung selber zu machen und einfach mal offen gegenüber den anderen Menschen zu sein. Denn wenn wir was wenden wollen, dann können wir nur was wenden, indem wir als Menschen aufstehen und nicht als einzelne Organisation.